Also liebe Freunde, guten Tag zu dieser außerplanmäßig einberufenen Pressekonferenz. Ich bin sauer. Ich bin richtig sauer. Nicht über die Kanzlerei, mit der Markus Söder derzeit Theater macht und also Söder, der alte Panikmacher und politische Enkeltrickser, der versucht, die CDU-Kanzlerschaft an sich zu reißen. Ich habe eine Pressekonferenz gesehen. Er teilte da auch gegen die AfD aus. Völlig unsinnig. Denn die AfD ist nicht das Problem in unserem Land, sondern es ist die linksextremistische Steinewerfer und die linksradikalen Kriminellen, vermutlich der Antifa. Die letzte Nacht im Buchladen meiner Verlegerin und Freundin Susanne Dagen zerstört haben. Und Susanne Dagens Buchladen ist berühmt in Loschwitz, Dresden. Er war mehrere Male zum Buchladen des Jahres gewählt worden. Und ist seit einigen Jahren in Faschismus geraten bei den Linken, weil Susanne sich mal dagegen gewehrt hat, dass aus der Frankfurter Buchmesse die sogenannten rechten Verlage in speziellen Gegenden untergefärbt werden. Und hat eine Charta veröffentlicht, die ich auch unterschrieben habe. Und seitdem gilt sie als Neurechts. Und ist damit natürlich zur Zielscheibe geworden. Und sie sitzt im Dresdner Stadtrat und sie wird heute in den Stadtrat eine Latte aus ihrer Schaufensterauslage mitbringen, aus der Deko, die mit Buttersäure eingeschmiert wurde. Und es stinkt höllisch das Zeug. Sie hat Gott sei Dank Covid gehabt und ihren Geruchssinn erstmal eingebüßt. Sie riecht nichts, aber die Leute im Stadtrat, die werden riechen, was in dieser Stadt nicht stimmt. Nämlich, dass das Augenmerk zu wenig auf die Linksradikalen gerichtet wird. Sie war am Wochenende auf dem Land. Ich hatte gestern einen euphorischen Blog noch gemacht über Außenseiter und über mein Buch und so weiter. Und letzte Nacht, ja, sie war auf dem Land und ihre Tochter war im Haus und wurde geweckt durch einen ohrenbetäubenden Knall und dann eben, das Schaufenster wurde eingeschlagen und mittlerweile hat sich Kripo eingeschaltet und auch der Staatsschutz, ich hoffe, der ist ein bisschen sorgfältiger und schneller als in meinem Fall. Ich hatte ja nach meiner ominösen Geburtstagsparty Ermorderungen gekriegt, unter anderem Videos, in denen auf mich von Auftragskillern mit einem Zielfernrohr angelegt wurde und in Spielszenen die Gäste meiner Geburtstagsparty abgeknallt wurden. Ich bin auch deshalb sauer, weil dieser Anschlag auf Susannes Verlag nicht nur eine Freundin galt, sondern auch mein Buch Die Außenseiter, das ist jetzt dort erschienen. Und mit meinem Essayband beschäftige ich mich mit literarischen Außenseitern. Hier ist das, glänzt so schön, man es in der Sonne hält, mit Rebellen wie Heine, Büchner, mit Hölderlin, aber auch mit Hollywood-Außenseitern, also zum Beispiel Clint Eastwood, der eher ein Konservativer ist und im politisch korrekten Hollywood, also politisch sehr isoliert ist. Ich habe ihn in seinem Städtchen Caramel aufgestöbert und gestreut, dass ich ihn sprechen will. Er sagt, wollte eigentlich keine Interviews geben. Aber ich habe dann Doris Day eingeschaltet und seine Freundin, die auch da lebt, und den Sheriff und den Besitzer des Theaters und so weiter. Also ist es mir da gelungen. Die großartige Vera Lengsfeld hat mein Buch auf ihrem Blog gelobt. Der Tichy-Kollege Matthias Nikolaidis hat sogar Flammen aus den Seiten lodern sehen. Und auch Thorsten Thaler von der Jungen Freiheit, der vor 30 Jahren fast selber von der Antifa erstochen worden wäre, hat dieses Buch gelobt. Wir sind ein kleiner, feiner Club von Außenseitern. Und ich schreibe in meinem Vorwort einen Satz von Bode Strauß zitierend, dass unsere Gesellschaft Außenseiter eigentlich nicht mehr dulden kann und dulden will. Geduldet werden ihr Oppositionelle und Poseure wie Jan Fleischhauer, ein früherer Freund, 30 Jahre lang, der sich von mir distanziert hatte, weil ich gegen Merkel demonstriert hatte und protestiert hatte und eine Rede gehalten hatte. Er meinte, ich sei dadurch ein Fall für die Klapsmühle geworden. Heute schreibt er selber Merkel muss weg Artikel. Er ist intelligent, alle meine Freunde sind es, auch die ehemaligen. Wir haben vieles
politisch gemeinsam in der Analyse, aber er ist eben eher schmalbrüstig und bügelt seine Hemden selber und er ist nicht der Typ, der sich in Gefahr begeben will, weder körperlich noch karrieremäßig. Ja, ich bin frei für die Klasse, möglicherweise bin ich einer. Ich habe schon eine Schwäche für Leute, die so ein bisschen irre sind. Künstler auf der Klippe, wie es in dem Untertitel heißt, Rebellen, Heilige und Künstler auf der Klippe. Heinrich von Kai Kleist zum Beispiel, der seine rasende Penthesilea dem verstörten Goethe auf den Knien seines Herzens hinreißende Schiedblüte übergab. Oder auch Georg Büchner, die geniale Stichflamme der deutschen Literatur, mit 24 gestorben. Der dem wahnsinnigen Lenz dieses Hochgebirge nachstieg und über ihn schrieb, diesen wunderbaren Satz: Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf den Kopf gehen konnte. Oder Hölderlin, der mich an Syd Barrett erinnerte, jung, schön, bewundert, geliebt von Mädchen und jung, der an einer Überdosis LSD durchdrehte und Pink Floyd sang ihm nach: You reached for the secret too soon, you cried for the moon. Shine on, you crazy diamond. Und ich stelle mir vor, dass Hölderlin, dass Hegel und Schelling ihren Zimmergenossen aus dem Tübinger Stift, der Hölderlin, Ähnliches hinterher gerufen haben, nachdem ja auch Hölderlin jäh in den Wahnsinn abgesunken ist. Shine on, you crazy diamond. Hölderlin, die Galionsfigur der Linken in den 70er Jahren, im deutschen Herbst, in den 20er Jahren, eher auf der Rechten, von der Rechten angehimmelt, von Stefan George, Heidegger. Ein Fleischhauer würde Heine dichten, wird nie verderben. Dagens Verlag jedoch kann sterben, wenn er so ruiniert wird. Und ich hoffe, die Kriminellen werden nicht das letzte Wort haben, sondern Susanne. Susanne Dagen mit ihrem Exilverlag. Ich kann nur appellieren an euch, Leute, kauft Bücher des Exilverlags von Susanne. Nicht unbedingt meins, sondern die hinreißende Novelle von Uwe Tellkamp. Dann die Essays von Monika Maron, die ich gerade, ist im frühen Bücherregal. Wer unbedingt will, kann auch die Außenseiter erstehen. Ja, ist sozusagen the best of. Ich selber verdiene daran keinen Cent. Für mich ist es Ehre, eine Ehre, in Susannes Verlag erscheinen zu können. Wie gesagt, ich habe auch damals gelesen bei ihr und es war sehr schön, zum 30. Bestehen des 30. Jubiläum des Mauerfalls und durfte bei ihr schlafen und wurde beköstigt von ihr und ihrem Mann Michael und diesem wunderbaren Literaturladen mit einem eigenen Veranstaltungssaal, Weinlaub begrenzt und Es ist eine Idylle. Und dann kommen diese hirnrissigen Idioten und schlagen alles kaputt. Und ich hoffe, Susanne, ihr kommt durch. Und my heart goes out to you. Und an euch, wie gesagt, Appell, kauft Bücher des Exilverlags von Susanne Dagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.